Liebe Zuschauer, die Zeit seit der letzten Folge von DOZ News verging mal wieder wie im Flug. Es ist Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge. Herzlich willkommen. Im Hohenlohe-Kreis in Baden-Württemberg kam es Anfang dieser Woche zu einem skurrilen Autounfall. Auslöser der Karambolage war kein Stein, sondern ein Zwetschgenschlag. Als flüchtiger Unfallverursacher wurde ein Vogel ermittelt. Der Piepmatz hatte eine Zwetschge aufgepickt, seine Fracht aber vermutlich wegen Überladung über einer Straßenkreuzung fallen lassen. Dort traf das Steinobst die Windschutzscheibe eines Jaguars. Durch den Zwetschgenschlag wurde der 51-jährige Fahrer derart abgelenkt, dass er auf einen VW Golf auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieser dann sogar noch in einen Peugeot aufgeschoben. Schaden rund 19.000 Euro. Bei einem Abendansitz im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein lichtete ein Jäger unerwartet einen Grauhund ab. Wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vor kurzem mitteilte, machte der Grünrock die Aufnahme bereits am 23. Juli. Das auf dem Foto dokumentierte Tier wurde vom Wolfsexperten der TU Dresden, Dr. Stier, zwischenzeitlich eindeutig als Wolf identifiziert. Auch wenn dies mittlerweile die 29. Beobachtung eines Wolfes in Schleswig-Holstein ist, gibt es keinen Nachweis für dauerhaft im Bundesland lebende Wölfe, so das zuständige Landesamt. Schon in der Dezemberausgabe 2015 berichteten wir darüber, dass Jäger aus Nordrhein-Westfalen in Lebendfallen gefangene Katzen im Fundbüro abgeben sollen. Nun gibt's die erneute Bestätigung durch ein Gericht. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster müssen kommunale Fundbüros Katzen annehmen, die ihnen von Jägern als Beifang in Lebendfallen gebracht werden. Damit müssen die finanziell arg belasteten Kommunen in NRW nun ausbaden, was ihnen der Herr Remmel da ins Nest gelegt hat, so LJV-Präsident Ralf Müller-Schallenberg. Wieder einmal ein freilaufender Hund und wieder einmal ein zerfleischtes Stück Rehwild. Der betroffene Jagdpächter bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Halter des wilden Hundes. Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, jagte der Vierläufer am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Radweg Essostraße in Karlsruhe einem Reh hinterher. Zeugen beobachteten daraufhin, wie der vermutlich Rottweiler-Mischling das Stück am Träger packte, in den Graben zog und zu Tode biss. Bereits mehrfach beklagte der Jagdpächter in der Vergangenheit ähnliche Fälle. Doch nun könnt ihr helfen. Hinweise nimmt die Polizei-Hundeführerstaffel Karlsruhe entgegen. Die Kontaktdaten für die Dienststelle findet ihr auf unserer Homepage unter www.doz.de. Und zum Abschluss noch eine ungewöhnliche Meldung. Aufgrund von mehreren Schüssen und Hilferufen, die aus einem Waldstück im Landkreis Ostallgäu in Bayern drangen, alarmierte eine Frau die Polizei. Da die Anruferin das Schlimmste befürchtete und zusätzlich noch Ausrufe wie "Bring mich nicht um" hörte, war die Panik groß. Kurz bevor Großalarm ausgelöst wurde, brachte dann eine Polizeistreife Licht ins Dunkle. Die Polizisten entdeckten in dem Waldstück lediglich ein Zeltlager, in dem gerade ein Theaterstück aufgeführt wurde. Die Darbietung war offenbar sehr überzeugend. Wer die Kosten des Einsatzes trägt, ist bislang unklar. Glasklar ist dagegen eins. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von DOZ News. Deshalb müssen wir jetzt zurück an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmanns Heil. Neue Woche, neue News. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen hoch. Und wenn Sie immer am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal. Hier, unter mir.